Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Erleben den Morgen nicht. Sobald ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Geht! Nein!
tötet ihn! Lass ihn nicht los! Der Turm! Sie haben den Turm gestürmt! Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe.
Deacon, Ladegensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Ich wette, du klaust keinen. Dieb! Leg ihn zurück! Hab ich dich! Weißt du, welche Strafe auf Stehlen steht? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Leg das sofort weg! Gesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen.
Monsieur Franklin, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrechen. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Nicht ehrlich verlieren! Also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht doch. Die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann! Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal! Warte doch mal! Ja. Ich mach schon, Victor! Oh! Ich lasse ihn nicht aus! Also bitte. Pardon! Pardon, Madame! Geht aus dem Weg! Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, er ist noch nicht stubenrein. Nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Ich schlage dir einen hohen Schädel zu breit! Feuerklar. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Intéressant. Denk ruhig mit mir an, Bürger. Ich habe hier schon. Ich bin von Mission. Lassi, Jäger. Komm, 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 komm.
Il va se faire mal. Elle a perdu la raison. Oh. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das 6. Mal, das 7. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Seriez surpris. Oh, attention, enfin! Essayes-tu de me faire suffoquer? Non, messire, bien sûr que non, messire. Devons-nous en conclure que c'est un peu trop ajusté, messire? Évidemment. Ce n'est que trop vrai. Je peux à peine respirer. Nous ne pouvons nous permettre cela ce soir, messire. Je vous imagine bien la bague au doigt. Il se dit dans le voisinage que votre Éléonore est le plus brillant des plaisirs de la chambre. Vous seriez surpris. Que pouvons-nous faire? Rien ni personne. Si nous les laissons libérer, ce pays court à la catastrophe. Geworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Mmh.
Sire, sire de la serre, wartet! Nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre! Halt! Pech gehabt. Muss wohl außen rumgehen. Macht Platz, macht Platz! Oder drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam! Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Seid ihr ja. Genug! Verschwindet! Jetzt! Das ist seltsam. Zurück und ich schlage eure Köpfe ab!
présente. Ihr da! Tut, was man euch sagt! Mit der Inschrift, bleib weg! Alors voyons voir ce que ce fatal de la durée raconte dans ce conclusion. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pareillement, tu le regardes avec respect. Je t'en prie, exprime-toi. Accélérat aux intentions scapules. Le propos est percé le secret de son insolente réussite. Ce passage-là est... Agir, sans quoi il sera trop tard. Mais je t'en prie, vas-y. Et sans pli de joie, votre choix. Cher ami. Meine Herren, der Tag in mein... Obwohl die Einberufe, wie es scheint, etwas außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft geben und der Nation eine Quelle des Glücks sein wird. Wo zum Teufel sind Sie? Zur Zeit meiner Intronisierung bereits enorm, sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges endlich noch weiter gewachsen. Der ich einzige die beiden Ausweg, schon wieder. Der uns blieb, die müssen mir gefolgt sein. War die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Große Ungeduld und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Was denkt ihr, wie lange der noch kriegen wird? Wenn sie nicht richtig gestellt werden von eurer Weisheit und
Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Oh. Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt, wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hack ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer! Oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen! Wer wird denn kommen? Deux caisses de carton.